Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start und heute schauen wir uns wieder den Marvin und die Cooper an. Euch ist das Video so gut angekommen zu Marvin und Cooper und da dachte ich, ich mache jetzt gleich nochmal ein neues und ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für die Likes da und ja, ich würde mich wahnsinnig über ein Abonnement freuen. Ich bin Gesangslehrerin aus Hamburg, lebe hier in Singapur und auf meinem Kanal geht es alles rund um das Thema Singen lernen, Gesangstutorials, Gesangsanalysen, Casting-Tipps, Musikberatung. Ja, alles rund um das Thema Musik und Singen. Wir hatten ja die Cooper gesehen. Die Cooper hatte eine wunderschöne Stimme, eine ganz schöne, klare, zarte Stimme. Da war auch ein bisschen Vocal Fry mit dabei. Da waren auch ein paar Passagen sehr luftig ausgesungen. Und der Marvin hat sehr viel gesprochen, das nennen wir Speech Quality, weil es nicht richtig ausgesungen ist und weil es auch, ja, nicht in ganzen Phrasen connected ist und ausgesungen ist, sondern es nennt sich halt eben Speech Quality. Das ist einmal eine Quality, die man benutzen kann. Wer vielleicht Estill kennt, der wird wissen, dass dort mit Qualities gearbeitet wird und ja, wie Sobbing oder Twang oder Belting oder Falsetto und so weiter. Erstmal ein Tipp vorweg, das heißt, wenn du selber gar kein Sänger bist, ne? Aber du möchtest trotzdem irgendwo mitsingen und möchtest trotzdem beim Singen gut dastehen, dann nimm auf jeden Fall Songs, die gesprochen werden, also ein bisschen wie Fever oder Hit the Road Jack, ja. Never know how much I love you, never know how much I care. Da habe ich noch gar nichts ausgesungen, das war alles angesprochen. Never know how much I love you. Gesungen ist, never know how much I love you, never know how much I care. Billie Eilish ist zum Beispiel auch so eine Möglichkeit bei Bad Guy. Es ist alles nur gesprochen. Da siehst du, I'm a bad guy, like you're really mad guy. Und so weiter, ich kenne den Text jetzt nicht. Aber ich glaube, ihr merkt so ein bisschen den Unterschied, ne? Singen tut sie mehr bei I Don't Wanna Be You Anymore. Das ist natürlich dann deutlich ausgesungen. Gut, lass uns doch mal weiter reingehen. Ich freue mich. Ich bin heute so ein bisschen sehr weiß geschminkt. Vampire Diary Style. Weil die machen ja eine neue Staffel. Wahrscheinlich. Let's go. Myself crazy, out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Ja, klar ist es natürlich witzig gemeint mit dem, aber, und das müssen wir auch mal ganz kurz mal acknowledgen, und zwar im Takt klatschen kann nicht jeder. Und jeder, der mal auf einem Konzert war und die Sänger mal gesehen hat, wie die versuchen, die Leute zu animieren, mit im Takt klatschen. Viele klatschen manchmal auf die 1 und nicht jeder klatscht auf die 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Also es ist halt immer, kommt natürlich auch darauf an, was das für ein Song ist und was da für ein Beat und was da für ein Takt jetzt vorgegeben ist, ne? Aber grundsätzlich hat nicht jeder ein Taktgefühl, muss man jetzt mal auch dazu sagen. Wobei du hier natürlich nichts falsch machen kannst, weil er hat ja ziemlich, ne? Es ist ja nicht 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, tiefe Stimmen fungieren ganz häufig in so einem Duett oder in so einem Quartett von mir aus auch oder überhaupt, die fungieren halt mehr so als Teppich, weil die halt einfach dieses Voluminöse mit reinbringen, durch diese Tiefe auch natürlich. Und ja, wie ihr gesehen habt, es war schon ein bisschen mehr gesprochen auch. Hey, die sind wirklich super. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no roots, I count them. I got no roots, I count them. I gotta tell him to myself. I got news, I count them. I
gotta tell them I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. Cooper hat eine wirklich sehr schöne Stimme, muss man dazu sagen. Also was ihr aber sehen könnt bei Cooper ist, dass sie nicht, sie könnte noch ein bisschen mehr diese ganzen Harmonics aus diesen Tönen rausbekommen, indem sie ein bisschen mehr den Kiefer locker lässt, den Kiefer entspannt. Es ist sehr, man sieht, dass die so ein bisschen sehr viel Spannung hier hat. Dazu empfehle ich immer jedem dieses Buch Complete Vocal Fitness, weil da geht es auch ganz speziell um diese Kieferprobleme, gerade bei Erwachsenen. Das heißt, wenn du so, um mehr dieser höheren Herze rauszubekommen, um diese Harmonics, weil in einem Ton sind ja Harmonics mit drin. Ja, Harmonien, ich kenne das deutsche Wort nicht, ich habe alles auf Englisch gelernt, es tut mir leid, alles auf Englisch gelernt, sorry. Ich lebe auch in Asien, muss man, und ich unterrichte auf Englisch, sorry. auf jeden Fall, es wäre gar nicht so schlecht, wenn sich hier ein bisschen mehr den Mund öffnen. Es ist trotzdem stark, ne? Also es muss immer nicht alles aus dem Ambisher kommen, sondern es soll natürlich auch alles von innen kommen mit der Kraft der Stimmbänder von innen, ne? Back from it, I finally see the pattern. I never learned, I never learned all my life. He doesn't love me, so I tell myself, I do. Don't pick up the phone, you know. Lass uns mal einmal bis hier machen. Ja, ich hoffe, meine kleine Mini-Analyse hat euch gefallen. Man kann also unheimlich viel rausholen in so einer kurzen Zeit, wie ihr seht, und ganz viel erklären natürlich. Ja, ich versuche es nicht über kurz und knackig zu machen. Ich bin ja, ihr kennt mich ja, ne? Ich bin Hamburgerin und dort heißt es auch immer, komm auf den Punkt, kurz und knackig, short and sweet, ne? And I love it. So, meine Lieben, bitte vergesst nicht zu abonnieren. Schaut jetzt die nachfolgenden Videos und ich drücke euch ganz doll aus der Ferne. Gesangsunterricht findet ihr in der Infobox, die ganzen Links zu der Website. Dort seht ihr auch meine ganzen Schüler. Und ja, ich bin auch auf Instagram und ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland, Österreich und Schweiz. Tschüss, tschüss.